Zuvor hatte ein hoher australischer Islamgelehrter, Scheich Taj al-Din al-Hilali, den in Australien lebenden Muslimen mitgeteilt. Sie sollten unverschleierte Frauen so sehen, wie eine Katze rohes Fleisch betrachte, als Einladung dazu einfach zuzugreifen. Bei einer Vergewaltigung sei dann nicht der Vergewaltiger schuld, sondern die Frau, die sich nicht verhüllt habe. Wer solche Aussage für einen Einzelfall hält, der glaubt sicher auch noch an den Weihnachtsmann. So hat ein Kölner Imam 2016 nach den massenhaften Sexübergriffen von Flüchtlingen auf Frauen in der Silvesternacht einem russischen Fernsehsender gesagt: Die deutschen Frauen trugen die Schuld daran, weil sie in die Öffentlichkeit halbnackt und mit Parfüm rumgelaufen seien. Nicht ein einziger deutscher Journalist hat über diese Rückendeckung für die Vergewaltiger berichtet. Unfassbar. Unglaublich.